Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde The Dig. Dann würde ich sagen, könnten wir nochmal versuchen, die Umgebung ein bisschen zu... Now that you can read the library inscriptions, can you make any sense out of this? ...zu durchsuchen. It didn't even look like the same language to me before. But now I can see the relationship between this writing and the things I read in the library. What does it say? It seems to be talking about an important thing, I don't know what, that was hidden. Any hints about where? On the other side of the hole, so that none may enter. Then it tells how to, pull back this part of entrance, whatever that means. It's pretty vague. There are some things that man was not meant to understand. Yeah, but this one even woman is having a hard time with. Da ist wohl ein richtiger Comedian an ihr Flöten gegangen. Nee, das war's nicht, gut. Wo können wir noch lang gehen? Also wir müssen also einen Platz finden. Allein wo ist mir nicht ganz klar. Ich kann mich hier wild durchklicken. Hier ist die Tram. Waren wir hier schon? Hier waren wir auch schon mal, ne? Robbins. Ich will nicht mit ihr reden. Never mind. Ich möchte da reingehen. War ich schon mal? Ein seltsames Feld. It's shimmering. A light that doesn't seem real. As if it's just on the edge of existence. It makes me think of something. Something I saw earlier. Or maybe I read it. Du hast es gelesen. Wo hast du es denn gelesen? Hast du es hier raufgelesen? Can you look at this inscription, Maggie? Does it say anything that might help? Ich mach tatsächlich was. It wasn't clear to me before, but now I can see. Boston, it exactly describes that strange field of almost light. What does it say? It's a set of instructions. Now it makes perfect sense. I just twist this. Everything's so simple when you read the directions. If we didn't know better, we'd think that island had been there for a million years. Dann lass uns mal auf diese Insel gehen, das ist interessant. This island was brought back from another dimension. This island was brought back from an This island was Ah, okay, das ist ein Opening. Ich dachte schon, irgendwas müssen wir jetzt ja machen können. die letzte Platte. What was so important that they left us exact instructions on how to get here? Maybe that metal plate over there. Oh. Dann können wir die endlich einsetzen. Nice. That's the fourth one. If it's like the metal plates on Attila, these four should fit together in that triangle matrix. Yes, but there's no guarantee that putting them together will take us anywhere we want to go. You have the most cheerful thoughts, Ms. Robbins. If you had been abducted by a monster and then half drowned, you might be pessimistic too. But you lived, didn't you? And your hair looks terrific again. You sure know how to make a girl feel good.
We'd better go find Brink again. In case these metal plates do the job. He threatened to kill me the last time I saw him. Maybe it would be safer if we leave him and send an expedition back to get him later. An armed expedition. There's no guarantee we'll ever get back. For all we know, this is a one-way trip. You're right. We can't leave him. He scares me, Boston. Worse than the monster. They're both just hungry for something. But Brink is smarter, more dangerous. We're smart too. Let's go. Na gut, dann holen wir Brink ab und setzen und versuchen ihn nochmal davon zu überzeugen, dass er nochmal mitkommt. Hier war ja nichts, ne? Das war nur die Frage, wo. Oh, ein Erdbeben. That was a powerful one. Commander Low, can you hear me? Brink, we're looking for you. We've got the last of the metal plates and we... Listen to me, Commander. I'm trapped. I need your help. Where are you? It's near one of the light bridges. An arched bridge over a waterfall and then into a crevice in the rock. Mm-hmm. You must have been there. You're the one who's been turning on all the light bridges, aren't you? Hold tight, we're on our way. Mm-hmm. Hold tight? Very funny. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das müsste beim Planetarium sein. Hier gibt es doch diese Felsspalte. Oder? Na, bingo. You've just got your hand jammed in the rock? I thought you were in real trouble, Brink. When would it be real trouble, Commander? When it's your hand? I don't go sticking my hand into cracks. I was reaching for a life crystal, and then the rock shifted. My circulation is cut off. No blood is getting to my hand. You can't pull me out, Commander. Don't leave me to die here, even if you have to cut off my hand. Don't be so dramatic, Brink. Nobody's going to cut off your hand. Don't make promises you might not be able to keep, Maggie. Are you serious? He's just got a stuck hand. It's a race to see whether gangrene kills him before he dies of thirst or starvation. You'd cut it off. Of course he would. The military trains you to recognize necessity and do it. It would be easier if I had anything to cut it with. Chew it off, then! Oh, I would, Brink. But human teeth can't bite through bone. After all that's happened to us, this may be the most horrible. Do something, Commander! Do it now! Die wollen jetzt nicht ernsthaft von mir, dass ich die Hand von ihm durchschneide. Also, das finde ich jetzt aber auch ein bisschen übertrieben. Na gut, okay, ich meine... Vermutlich hat er seine Hand reingesteckt und dann kam dieses Erdbeben. Das war natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Warum auch immer ein Erdbeben dort kommt. Das war das Einzige, was jemals kommt. Und das kommt natürlich dann, wenn er die Hand in die Felsspalte reinsteckt. Ist schon recht. Komm, wir ziehen ihn erstmal hier raus. Brink, how are you holding up? Get me out of here or I'll... Please get me out of here! Or I'll wait forever. Ich kann auch nicht mit ihm reden und hier ist auch sonst nichts. Die wollen nicht ernsthaft, dass ich jetzt die Hand durchschneide, oder? Womit kann ich das machen? Ist die Metallplatte, That would help Brink. How? Ja, wenn die scharf genug ist, kannst du das ja dann benutzen. Sterbe... Schaufel. Schaufel ist super nützlich. That won't work. Diesmal nicht. Okay. Jawbone, ist das jetzt so ein Hinweis gewesen mit Abkauen oder so? Und dass die menschlichen Zähne nicht stark genug sind? Ich glaub's nicht. Oh man. You're going to saw off his hand with a jawbone? The teeth are razor sharp. What about anesthetic? Do it, Commander! Ugh, das ist ja ekelhaft.
Brace yourself, Brink. I can't believe you endured so much pain without fainting. I'm fine. But I'll need more crystals. Come with us to the Triangle Matrix. We've got all the metal plates. You think it's gonna take us home? You don't know where it's going to take you. I'd rather gather more life crystals. What if it does take us home, Brink? What if we can't come back and get you? Do you want to stay here forever? Then what will happen to your research into the life crystals? Yes, I see your point. I'll go with you to try out these metal plates. But if it doesn't get us home, then you two will stop interfering with me from then on. All right? Sure. You agree we have a deal? Agreed. All right, all right. Brink, du siehst ein bisschen blass aus um die Nase. I can't use these two. That should do it. Do what? What's happening? Nothing is happening, that's what. Not quite. That's not exactly nothing, Brink. It's a door. You think Earth is on the other side? I think nothing is on the other side. What did you expect? The Tooth Fairy to come and fly us all home? The door opened. Let's go see what's in there. We had a deal. I came, these metal plates did not take us home, and now you will have to leave me alone forever. You gave me your word, and I expect you to keep it. Was für ein Idiot, ey. Das he is definitely insane. Is that your opinion as a journalist? It's my opinion as a sane person. Was auch immer, Brink. Do your thing. Aha. Ist hier noch irgendwas außer der der Knopf, mit dem man die Tram holen kann? Nein, sieht nicht so aus. Dann hoffen wir mal, dass die Tram funktioniert. Oh ja. Ich bin mal gespannt, wo die uns hinführt. Zur fünften Insel halt. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir dort die Lichtbrücke aktiviert bekommen. Kann uns da Maggie bei helfen? I saw something like this in the museum display. This machine was the greatest of the inventor's achievements. What does it do? I haven't the faintest idea. Do you think it might send us home? Right now, it's doing nothing. Hier sind wieder verschiedene Konsolen, komische Objekte. Ist das ein UFO? Okay, machen wir mal an. Machen wir das UFO auch mal an. Und was ist das? Es
It looks like there's a part missing here. There's a gap. Looks like a life crystal would fit perfectly in here. Ach nee, die sind echt abgezählt. Jetzt habe ich noch 3 Stück. It looks like there's a part missing here. Aber wo kriege ich denn jetzt? There's a gap. Wo kriege ich denn jetzt den letzten? Hier ist glaube ich nicht. Schauen wir uns später mal an. Geht's hier noch irgendwie weiter? Will er nicht. It's a row of crystalline devices. Ah, okay. Noch mehr Konsolen. Auch eine Row von Crystalline. I don't know how to work these controls. Aber die anderen weißt du, ne? Naja, gehen wir auf zu diesem. Moment mal, geht's hier noch? Nee. Jetzt. I don't know what to do with this device. Naja, gehen wir mal raus. Da oben ist hoffentlich die Lichtbrücke. Und das ist das Laboratorium. Okay. So, also ich schätze mal, dass jetzt gleich wieder so ein Gerät. Ja, okay. Nest. Das ist jetzt schlecht. Sorry, Bird. You'll have to find a new home. Okay. Ja, probieren wir mal aus, ob wir das schon justieren können. Ja, können wir in der Tat. Wunderbar. Oh, es hat's verändert. Was passiert denn? Wir müssen uns das anschauen. I can almost feel the surface. Dann geh mal hin. It doesn't look safe to walk there. Aber wir haben doch jetzt schon alles gemacht. It doesn't look safe to walk there. Robbins. Was ist Island? Alien Device? Kannst du irgendwas damit machen? We've got to try and turn on the inventor's machine. It's the only way to find out what it does. What do we do? Search all these islands for a part when we don't even know what it looks like? Where are all those helpful hints now? The hints were about things they deliberately hid to keep them safe. But this missing part, what if it was stolen or just corroded away? Then all of this would be for nothing. Boston, somebody knows what the missing part does and maybe even where it is. Well, I don't know. I wasn't talking about you. I was talking about somebody who was sealed in a crystal pyramid. Kann man natürlich probieren, nochmal mit dem zu reden. What if I hadn't noticed that inscription and taken it with me? We could have wandered around here until we died without ever finding that island. They hide it. Then they help us find it. Who can understand why aliens do what they do? Hat er doch Maybe it's a test of our intelligence. Das hat er doch Or maybe it's a test of our dumb luck. Versuch mal. Or our persistence. Ja, du hast das letzte Wort. Alles Thanks. Klar. Dann möchte ich mal kurz in das Museum. Und sicherstellen, dass wir genug Life Crystals haben. Weil, wer weiß, vielleicht brauchen wir ja doch noch. Ich finde das ziemlich albern, dass die jetzt hier einzeln abgezählt werden. Weil...
hatten wir hatten vorher auch mehr. Wir haben einmal reingegriffen, dann hat er sich so viel genommen, wie er braucht halt. Und das ist auch angemessen für ein Adventure-Spiel, wie ich finde, weil ich habe jetzt natürlich keine Lust, wenn ich hier 5 verbraucht habe, dass ich für das 6. nochmal hinlaufen muss. Ist ja albern. So. Dann nehme ich nochmal 1, 2 mit. Dann sollte das ja wohl reichen. Vielleicht braucht man auch gar keine mehr. Aber ich habe jetzt hoffentlich genug, dass... doch, also 1, glaube ich, braucht man... Moment, nehmen wir ihn da dann. Ich glaube, eine braucht man auf jeden Fall noch. Denn ich schätze, wir sollten nochmal... Vielleicht sollten wir noch einmal dem Alien einen Besuch abstatten und ihn nochmal befragen wegen dieser Alien-Devices oder dem letzten Stück, das fehlt. Das wäre natürlich ganz toll.